Wir haben uns diesen schönen Couchtisch hier gebaut, von dem ihr gerade nur ein ganz kleines bisschen seht. Und in diesem Video seht ihr, wie wir den gebaut haben. Los geht's! Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus unserer Werkstatt hier im Herzen der Bretagne. Wie ihr schon gesehen habt, wir möchten uns in diesem Video einen Wohnzimmertisch bauen. Genau, wo ist jetzt mein Zettel mit dem Plan? Hier. Und zwar soll dieser Wohnzimmertisch in etwa so aussehen. Ich habe ja schon mal einen Tisch gebaut mit solchen Kufen hier. Und der Wohnzimmertisch soll eben genau die gleichen Füße bekommen. Wir haben für den Tisch schon so eine große Eichenbohle. Und am liebsten würde ich diese Bohle einfach so als Ganzes in einem Stück als Wohnzimmerplatte haben oder als Tischplatte haben. Aber die ist ein bisschen krumm, deswegen muss die definitiv einmal abgerichtet werden. Aber da die Bohle zu breit ist für meinen Hobel, werden wir die Platte einmal in der Mitte durchsägen und dann werden wir einen Streifen aus Nussbaum in der Mitte einfügen. Genau. Und aus Nussbaum werden auch die Füße oder die Beine. Und das ist nicht nur aus technischen Gründen notwendig, dass wir die einmal durchsägen, die Bohle, sondern ich glaube, das sieht auch richtig gut aus. Ich glaube auch. Wenn da sich dieser Nussbaumstreifen in den Kufen halt wiederfindet. Ja. Das wird richtig gut aussehen. Das hat Stil. Meistens ist Julian ja alleine in der Werkstatt, aber dieses Projekt machen wir gemeinsam. Und wie gesagt, die Bohle, die haben wir schon hier. Die habe ich mal bei eBay Kleinanzeigen gefunden. War so ein Privatverkauf. Die holen wir jetzt. Wo ist die Bohle gelagert? Im Badezimmer. Natürlich, im Badezimmer. Warum nicht? Da lagert man doch Holz. Voilà, das ist die besagte Bohle. Ich habe sogar mal draufgeschrieben, was ich dafür bezahlt habe. 30 Euro. Und die bringen wir jetzt in der Werkstatt. So, das hier ist die Bohle. Ey, bei Ina liegt im Weg. Bei Ina, der Werkstatthund, hat ein Stöckchen gefunden. Ja, auf jeden Fall, der Tisch soll mit Baumkante bleiben. Also links und rechts, das bleibt definitiv dran. Die Baumkante ist natürlich ziemlich breit, aber wenn wir hier oben noch was abhobeln, dann wird die Fläche ja breiter und die Kante wiederum schmaler. Ja. Womit fangen wir jetzt an? Ja, abrichten. Nee, aber durchsägen. Ich glaube, wir machen erstmal hier die Kante ein bisschen schön. Wir machen erstmal die ganze Rinde ab. Und dann sägen wir die Bohle hier an der Formalkreissäge auf. Einmal durch. Super, Ina, echt. Du hast ein Talent zu nerven, manchmal. Ja. Hier, hast du ein Stück Baumrinde. Komm, los. So, das Gröbste an Rinde ist schon mal ab. Ich hatte die ganze Bohle gerade schon hier auf meiner Formatkreissäge liegen. Aber das Problem bei dieser breiten Bohle ist, die liegt ja nur relativ schmal hier auf diesem Tisch auf und der Rest hängt hier im Freien. Und wenn die Bohle dann ein bisschen krumm ist, wie eben diese hier, dann hängt die hier halt ein bisschen runter. Und wenn ich jetzt den Tisch nach vorne bewege, dann wird die Bohle halt hochgedrückt und dann kann das schon mal sein, dass das hier am Sägeblatt klemmt und das möchte ich vermeiden. Deswegen ist es manchmal besser, man bringt die Maschine zum Werkstück, anstatt das Werkstück zur Maschine. Deswegen werde ich das Ganze jetzt doch mit der Handkreissäge hier aufsägen. Beziehungsweise macht das eigentlich Annika gleich, aber die ist gerade mit dem Hund Gassi. Hast du ein Stück Kuchen gefunden? Mhm. Ja, ich bin auch wieder am Start. Was soll ich machen? Sägen. Okay. Ich habe den Zuschauern schon erklärt, dass die Bohle zu breit ist für die Formatkreissäge. Deswegen machen wir das mit der Handkreissäge. Handkreissäge weiß ja, wo die ist. Ich sorge für den Staubsauger. Handkreissäge? Weiß man noch mal die Handkreissäge? Nein, Spaß. Super, 100 Punkte. Brauchen wir noch ein Kabel dafür? Kabel brauchen wir auch, ja. Ich habe hier schon die Mitte angezeichnet. Du musst aber einmal drüber peilen, ob das passen könnte. Meiner Meinung nach ja. Wo drüber peilen? Na, hier drüber peilen. Hier habe ich was angezeichnet. Peil das nicht, was ich peilen soll. Hier, diese Linie. Ist das so die Mitte was von allem? Passt das optisch? Ist das doch. Ja, rüber peilen, habe ich doch gesagt. Ja. Wir sägen das einmal durch und machen dann so ein, weiß nicht, 2-3 cm Nussstreifen in der Mitte und machen die beiden Hälften wieder voreinander. Ja, dann säg mal. Du sägst. Ich säg. So. Wir müssen die Bohle jetzt einmal umdrehen, weil die Säge nur 55 mm tief sägen kann. Und das reicht nicht. Nous avons deux. So, wir haben aus 1 2 gemacht und jetzt bauen wir die Abrichtmaschine um. Zum? Nee,
ist gerade ein dicken Hobel. Vom dicken Hobel zur Abrichtmaschine, so. Oder? Richtig. Der gerät ab. Einschalten, runterfahren. Und den Tisch runter. Absaugung an. Ah, wie schön sich das anfühlt. Jetzt fehlt noch die zweite Hälfte. Das wird mal ein Tisch, du, meine Herren. Und der Tisch wird richtig schön. Wir kriegen einen schönen Wohnzimmertisch. Das glaube ich auch. Hundertprozentig. So, jetzt haben wir ja schon mal eine plane Fläche. Jetzt brauchen wir zu dieser planen Fläche noch hier eine 90-Grad-Kante. Das machen wir hier mit dem Anschlag. Den baue ich jetzt erstmal auf. Ich bin ja noch lange nicht fertig hier in der Werkstatt. Nee, man sieht, hier drunter ist noch ein bisschen Holz gelagert. Das sieht natürlich unmöglich aus mit so einer Tüte hier in der Werkstatt. Aber so ein paar Sachen habe ich schon echt gut hinbekommen. Zum Beispiel diesen Anschlag mit dem Halter hier, das ist sofort griffbereit. Da braucht man nicht lange irgendwie durch eine halbe Werkstatt laufen, um den Anschlag zu holen. Der hängt hier richtig schön stabil dran, schön nah an der Maschine. So macht das Arbeiten Spaß und so will ich irgendwann auch die komplette Werkstatt haben. Es ist noch wirklich ein langer Weg, aber ich kriege das hin. Weiter geht's. Jetzt ist perfekt. Da wird die Abrichte wieder zum dicken Hobel. So, einer von den Teilen ist auf jeden Fall jetzt schön auf dicke gehobelt. Ich glaube, wir hobeln da noch mehr runter, weil wenn die Tischplatte so fett aussieht, dass gefällt uns jetzt auch nicht so, also ja, man muss so ein schönes Mittelding finden. Soll einerseits schön stabil und fest, ne? Aber nicht zu brachial. Genau, nicht zu brachial. Wir hobeln also jetzt noch weiter, die zweite Hälfte, die fehlt ja auch noch. Wir lassen aber jetzt nicht die ganze Zeit die Kamera laufen. Also, wir sehen uns, wenn beide Teile fertig gehobelt sind. So ist es. Good morning! Mein Gott, habe ich stellenweise eine katastrophale Frisur. Upsi! Ja, Annika schneidet mir tatsächlich immer die Haare und manchmal ist ein bisschen Nacharbeit nötig. Upsi! So wie in diesem Fall. Auf jeden Fall sind das hier jetzt unsere beiden fertig gehobelten Bretter. Was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen diesen schönen Nussstreifen hier. Das Nussholz ist dort drüben. Anders als die Eichenbohle hat diese Bohle hier richtig Geld gekostet. Die hat ja nur 30 Euro gekostet, das ist glaube ich noch ziemlich günstig. Diese Bohle hier, Nussbaum aus den Karpaten, hat 200 Euro gekostet. Wahrscheinlich jetzt wäre sie noch teurer. Hier an diesem Lineal sieht man ganz gut, dass das Brett hier am Ende hoch geht. Deshalb schneiden wir hier vorher und nutzen das mittlere Stück. Hier haben wir eine gerade Fläche und das wird ein schönes Schneidbrett. So, diese Bohle, die werden wir jetzt auf jeden Fall an der Formatkreissäge hier aufsägen, aber ich muss noch das Sägeblatt wechseln. Und das hier finde ich auch eigentlich ziemlich praktisch, das Werkzeug, was ich für den Wechsel brauche, habe ich direkt hier an der Maschine. Fest. Ups. So lässt sich's doch arbeiten. So, hier haben wir jetzt unsere drei Teile. 1, 2, 3. Jetzt kann man sich vorstellen, wie es in etwa aussehen wird. So. So. Wir haben jetzt vor, das Nussstück an einer Seite erstmal anzuleimen. Dann wird es nochmal abgehobelt auf einer Ebene. Und dann kommt der Rest. Sprich, die zweite Hälfte dran. Genau. Also leimen wir jetzt. Das Problem beim Leimen ist natürlich jetzt, dass wir hier keine vernünftige gerade Kante haben, wo man schön pressen könnte. Das ist ein bisschen blöd. Okay, wir probieren es mal.
Und 10 Sekunden später habe ich schon eine Idee. Wir schrauben diese Leiste nämlich gleich einfach fest. Wir schrauben einfach ein paar Schrauben durch. Fertig. Wenn der Leim dann getrocknet ist, schrauben wir die Schrauben wieder raus. Und dann müssen wir uns noch irgendwas für die zweite Hälfte ausdenken. Aber auf jeden Fall haben wir die Leiste schon mal wunderbar an das erste Teil angebracht. Schrauben, ganz einfach. Eigentlich wollen wir Fischleim benutzen, aber wir haben leider nicht mehr genug. Deshalb benutzen wir einfach normalen Leim. Wunderbar, Tischplatte ist verleimt. Jetzt heißt es warten. Nee, jetzt heißt es Tischbeine machen. Ach ja. Es geht nonstop Schade, weiter. Ich darf keine Pause. Ein Päuschen. Hier haben wir jetzt unsere Rohteile von unseren Tischbeinen. Und die richten wir jetzt erstmal gerade. Kann man es so sagen? Kann man so sagen. Ne? Ja. Unsere Beine gehobelt aus. Wunderschön und sie werden noch schöner werden. Aber jetzt erstmal, wir haben es jetzt 20 nach 3, wir machen jetzt erstmal eine Teepause. So, die Pause ist wieder vorbei. Ich habe hier in der Zwischenzeit auch schon die Klemmen von der Tischplatte abgenommen. So sieht sie jetzt aus. Wunderbar. Aber wenn die geschliffen ist und vor allem dann auch noch geölt, dann wird die richtig cool aussehen, wirklich. Ich freue mich drauf. Was wir jetzt machen, ist hier diese Einzelteile für die Tischbeine. Die werden wir jetzt hier an der Formatkreissäge auf passende Länge bringen. Jo, das machen wir jetzt. So soll's aussehen. Wir müssen jetzt nur die einzelnen Teile noch einmal markieren, wo wir die fräsen. Hiermit. Dominofräse. Ja, genau. Markieren, fräsen, zusammenleimen. Auf geht's. Die letzten Schritte. Ich habe jetzt hier schon ein paar Fräsungen gemacht mit der Maschine und jetzt ist Annika an der Reihe. Eigentlich musst du nur darauf achten, dass diese Fläche hier vernünftig auf dieser Fläche hier aufliegt. Oder soll ich erstmal eine Probe machen? Gute Idee. Meine erste Fräsung. Habe ich gut gemacht. Sieht genauso aus. Was hast du denn da gemacht? Ich habe rumgepult. Mit einem Stechbein. Annika wollte gerade aus Langeweile hier diesen Ast aus diesem Stückchen rauspulen. Einfach so aus Langeweile, mit einem scharfen Stechbeitel. Und ich habe noch gesagt, nimm die Finger von der Schneide weg. Und das Ergebnis könnt ihr euch denken. Zeig nochmal deinen Finger. Nö. Manchmal muss es wehtun. Ich habe mich schon wehgetan. Ich habe schon was gelernt. Die Leute wären fast umgekippt. Hast du dann Hunger? Ja, und los. 18 Uhr, der Hund kriegt Futter. Naja, auf jeden Fall sind die beiden Kufen hier jetzt fertig. Wir werden das auf jeden Fall noch verleimen. Es ist zwar schon abends, aber ich möchte das gern fertig haben. Von daher an die Zwingen und verleimen.
Wir sind mittlerweile fast fertig. Eine Sache fehlt, zwei Sachen fehlen noch. Wir müssen noch diese Rampermuffen oder Einschraubmuttern, wie auch immer man sie nennt, müssen wir noch hier in die Tischplatte einschrauben, damit wir diese Füße hier mit diesen Schrauben festschrauben können. Und anschließend ölen wir das Ganze noch und dann wird das erste Sahne. Und der alte Tisch fliegt endlich raus. Jo, alles klar. Dann müssen wir die Platte einmal drehen, positionieren die Kufen passend. Jawohl. Und markieren uns das. Oh, das sieht so schön aus. Wunderbar, ja, abgehoben wie die NASA. Das sieht richtig geil aus. Ja. So, zu allerletzt wird jetzt noch die Tischplatte gewachst und die Beine natürlich auch. Bei dem Computertisch, den ich gebaut habe, wollte ich das eigentlich gar nicht. Deswegen habe ich das alles wieder angeschliffen, damit die Oberfläche wieder matt ist. Aber diese Platte, die wollen wir jetzt richtig schön glänzend polieren. Also, unser Wohnzimmertisch, hier gefertigt in unserer Werkstatt. Mega. Wir nehmen den Tisch heute Nacht mit ins Bett. Scherz. Uns würde mal interessieren, was glaubt ihr, wie teuer wäre so ein Tisch, wenn man ihn irgendwo im Kaufhaus, im Möbelhaus, keine Ahnung wo, kaufen würde? Oder vielleicht auch vom Tischler. Wir wollen uns jetzt zwar hier nicht mit einer professionellen Tischlerei vergleichen, aber keine Ahnung, was glaubt ihr, was kostet so ein Tisch? Schreibt eure Meinung mal in die Kommentare. Bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Ich auch. Das haben wir richtig gut hinbekommen. Mit diesem Nussstreifen in der Mitte, ich finde diesen Tisch so geil, ehrlich. Diese Baumkante, das sieht so nice aus. Ja, auch mit den Füßen. Okay, genug der Schwärmerei. Wenn ihr noch mehr solcher Projekte sehen wollt, das war mit Sicherheit nicht das letzte. Wir haben noch einige Projekte vor uns. Dann abonniert doch gerne diesen Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Das würde uns sehr freuen. Ja. Ich würde sagen, wir tragen diesen Tisch jetzt rein. Ja, da freue ich mich schon drauf. Und damit verabschieden wir uns und sagen au revoir. Et à bientôt. Ich habe ihn zum Fressen gern.